Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Call of Duty Advanced Warfare. Euer Max mal wieder hier und wir zocken die Kampagne weiter. Ja. Wir sind hier gerade in einem Atomkraftwerk, glaube ich zumindest. Und wir verhindern jetzt einfach mal, dass die das in die Luft jagen. Carter, die Tür öffnen. Verstanden. Kann man immer mal gebrauchen, ein Granatwerfer. Carter öffnet uns jetzt die Tür und dann stimmen wir das, oder? Wow. Kontakt! Feindkontakt. Los, los, los! Ihr müsst so schnell wie möglich durch den Leerdruck. Ziele auf den Balkon! Aufsteigen! Ja. Was soll man da großartig hier noch dazu sagen? Ihr kennt es. Und ja. Wie immer könnt ihr uns einen Daumen nach oben lassen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann einen Daumen nach unten. Und am besten dann noch gleich in die Kommentare schreiben, was euch nicht gefallen hat, damit wir das verbessern können. So. Diesen Tod. In den letzten Let's Plays war meine Stimme ein bisschen, naja, komisch. Also nicht wundern. Da war ich heiser. Aber ich wollte ja unbedingt ein Let's Play für euch machen. Und jetzt, endlich nach einer Woche, habe ich. Oder sind wir jetzt hier? Oh, Schallaktivierung. Drohne, dann brauchen wir eine MP. Wo ist die MP? Hui. Shit. Schön mini. Mann, ich treffe hier gerade gar nichts. Ich weiß auch nicht warum, aber ich treffe gar nichts. Habe ich dich. Uff. Das ist einer. Die schauen alle immer so gleich aus. Michigan. Nein. Jetzt ist der tot oder was? Oh. Scheiße. Was ist das? Bis zum Kontrollraum sind es noch 300 Meter. Verstanden. Heftiger Widerstand im Reaktorraum. Verstanden. Friss das. Und das. Uff. Hey. Wer schießt denn da auf mich? So eine Sauerei. Und weiter geht's hier. Uff, jetzt hab ich das Joker getötet. Da drücken wir mal vor. Prophet, wir sind beim Lastenaufzug. Eine Etage hoch zur Hauptebene. Eine Etage hoch. Na klar. Schutz an der Tür. Verstanden. Ja, ein Schutz. Praktisch sowas. Bitte, nimm deine Angriffsdrohne. Meine Angriffsdrohne einsetzen. Naja, aber dann mal geschnappt. Das Teil wie beim Training, das Ding, das ist cool. Pumpen wir hier mal erst alle weg da hinten.
Also eines muss man ablassen, der hier Militärausrüstung ist exzellent. Wie gesagt, 20 Jahre dem heutigen Militär voraus. Also bei dem Spiel jetzt. Na, komm schon. Tot. Wer war das denn jetzt? Roger. Hui. Oh Mann, jetzt wird's hier aber ganz schön laut. Bin da, Boss. Verstanden. Oh. Gott, alles okay? Mir geht's gut. Was zum Teufel ist gerade passiert? Scheiße, habt ihr die Explosion gesehen und der Typ lebt noch immer? Wow. Das ist dieses Exo. Einklinken und Diagnose starten. Los an die Konsole. Na klar. Seht ihr das? Bestätigt. Wir sehen dasselbe. Kerntemperatur stabil, die Kühlbecken müssen geflutet werden. Moment, das Niveau sinkt. Die Dampfleitungen wurden unterbrochen. Was? Versuche umleiten. Kerntemperatur ist kritisch, Abbruch. Gideon, ich mach das. Wir müssen gehen, Gideon. Sofort aus dem Bereich weg. Scheiße. Verstanden. Na, dann verpissen wir uns aber mal schnell. Weg hier! Wahrscheinlich werden jetzt noch überall Feinde kommen. Ja, genau wie ich das gesagt habe. Oh shit! So viele wie möglich noch umbringen, denn eine weniger kann ein Menschenleben retten. Alle Männer da raus! Ihr habt es gehört! Bewegung! Verdammter Mist! Was zum Teufel war das? Druckexplosion! Hier fliegt alles in die Luft! Los! Hui! Ah, endlich der Osprey! Oder Warbird! Ah, muss abbrechen! Oh, nicht Kanale! Wow! Ah, jetzt schnell weiter hier. Wohin eigentlich? Da ging auf das Gebäude. Ah, kann mich nicht bewegen. Ah. Nicht, dass wir schon wieder einen Arm verlieren. Ah, das ist der Warbird. Mit Gideon. Er ist tot. Prophet, Atlas-Team evakuiert. Bereich ist kompromittiert. Wo bleibt die verdammte Luftunterstützung? Mitchell, komm schon. An Bord, los. Ah, wow. Ja. Wir haben Verbesserungen. Das ist immer schön. Schnelles Zielen, Batterien, Widerstand. Steigere die Gesundheit. Das ist mal was. Und Batterie. Oh, noch gleich eine Trophäe. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, wir machen dann beim neuen Kapitel ein neues Let's Play.
Hiermit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht. Und ja, bis zum nächsten Let's Play. Haut raus!